Was? Was ist Was? hier passiert? Was ist hier los? Was? Moment. Warum steht hier so eine Säule? Warum stehen hier zwei Säulen? Was? Hä? Warum? Was? Ich muss jetzt mal ganz kurz runter. Willkommen zu Bravecraft und der Sanrillas ist auch mit dabei, aber ich war jetzt gerade so ein bisschen, was? Wo ist denn der Was ist denn Sanrillas? überhaupt los? Erzähl mir doch mal. Hier sind zwei große Stifte. Was ist bei mir passiert? Moment, unterwegs. Kannst du mir das erklären? Ich habe die Dinger ja noch nicht mal gesehen. Wie soll ich sie dir erklären? Du erwartest Sachen von mir. Oh, ja, die sieht man weit. Was ist das für ein Blitz, der da? Ich weiß es nicht. Wo bist du denn? Ich bin noch beim Bahnhof, ich bin unterwegs. Okay, gut. Meine Schweine, geht es meinen Schweinen gut? Komisch. Wenn nicht, sind sie jetzt gegrillt, oder? Aber du, Sanridas, hier ist irgendwie Ja. ein Ben Epic? Wie kommt denn der Ösi-Play hierher? Hallo, Ösi-Play. Hallo? Was machst du denn hier? Bist du jetzt bei Bravecraft? Ich bin hier aufgewacht in dieser Kammer. Was zur Hölle ist hier passiert? Du bist da aufgewacht in der Kammer? Guck das mal an hier alles. Guck Ja, mal. ziemlich Zabu und so. Er ist in der Kammer aufgewacht. Na, geh ich mal durch. Oder rein, oder wie auch immer. Was? Wo? Was? Ah! Du! Sanrillas, Guten guck Tag. mal! Das ist die Sky Eine Family! Brücke. Aber wie kann denn das sein? Habe ich etwa. Nein. Oder weil ich im PvP gewonnen habe, habe ich dadurch einen Dimensionsriss verursacht? Du meintest doch von wegen, dass du beim PvP irgendwas noch austesten wolltest, nachdem ihr gewonnen habt. Was hast du denn überhaupt veranstaltet? Eigentlich gar nichts. Also, mir wäre jetzt nichts bekannt. Also, oh mein Gott. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, ob hier soweit alles in Ordnung ist. Erstmal ist hier ewig lange Brücke, Ja, die hat der die Ösi-Play ich gebaut gebaut. habe. Genau. Ich gebe dir einfach mal Rückendeckung. Genau, gib mir Rückendeckung. Need backup. Fire Kann in ich the kaufen. hole. Storm the front team. Uah, ein Pox! Oh Gott, ist der hässlich. Hey! Freund, du bist hier zu Gast, ja? Was ist hier los? Warum? Hä? Was ist hier passiert? Wo kommt ihr jetzt eigentlich her? Ist Ich der war hier Jürgen am auch da? Aufnehmen allein und. Hallo? Hallo? Hallo Pox, hallo? Wir kommen Was ist von das da hier eigentlich? oben oder wie auch immer man das Wie auch ausdrücken immer. soll. Aber ansonsten ist hier alles noch so, ja, komisch. Ja, Mensch, Sanrillas, jetzt bist du von Bravecraft hierher. Willst du Ja. jetzt hier nicht wohnen? Keine Ahnung, müssen wir mal gucken, ob ich was Hübsches finde. Ja. Na dann, willkommen auch in der Sky Family. Und zwar eine Kreuzung aus Minecraft, Bravecraft und unserer Sky Family. Ja, und wir haben unseren Server transportiert oder unsere Map teleportiert, Editiert. editiert, wie auch immer, und haben sie hier in Bravecraft eingefügt. Das heißt also, ab sofort wird es so sein, dass ihr auch hier Mods erwarten könnt. Und ja, natürlich die klassischen Sky Family-Regeln. Die Sky Family selber wird nicht Einfluss auf die Mods haben, so wie es in Bravecraft der Fall ist. Wird aber ganz normal ihre Regeln durchziehen und ja. Dann schauen wir mal. Hey, bevor wir hier aber lange Rede kurzer Sinn, habt ihr Ja. Gastgeschenke dabei? Ich habe Hunger. Natürlich, finde ich doch immer. Supi. Guckst du hinter dir? Dankeschön. Sehr freundlich. Du brauchst auch? Hier kriegst du auch. Seht ihr, so stelle ich mir das vor. Es kommen Gäste vorbei und die haben einfach mal was zum Essen dabei. Ja, so muss das doch, ne? Ich hatte zwar keinen Kuchen mehr da, aber ich dachte, Fleisch tut's auch. So. Gut. Also, wie gesagt, wir haben unsere Sky Family bewegt von hier nach Bravecraft. Wir haben jetzt die ganzen Mods mit, sind natürlich dann aber auch den Kompromiss eingegangen und ja, mussten auf die alten Texturen zurückgreifen, weil die ganzen Zäune sind nicht mehr aus Dschungelholz,
sondern aus normalem Eichenholz. Die Türen sind nicht mehr aus Birke, sondern aus Eiche. Also alles wieder aus Eiche. Das, was in 1.8 so schön war, ist jetzt in 1.7.10 natürlich wieder anders. Ja. Dafür haben wir aber auch viele massig neue Mods dabei. Und ja, leider müssen wir aber auch noch was anderes verkünden. Er hat viele Folgen mitgemacht. Ich glaube, so an die 30 Stück waren es. 59. An die 59 Stück waren es. Und ja, leider wird uns dann auch der Ösi Play verlassen von der Sky Family. Dafür haben wir den Sanrillas. Ösi Play wird dann also in dem Augenblick den Regeln der Bravecraft-Leute untergeordnet. Wir natürlich zwar auch, aber es gibt immer noch die Regel, solange der Ösi Play hier oben ist, darf er getötet werden von uns. Naja. Aber jetzt noch nicht. Komm schon. Ich würde sagen, erste Folge machen wir mal eine Ausnahme. Genau, erste Folge machen wir Ausnahme, sind wir noch lieb, ja. Außerdem ist PvP aus, ich kann niemanden schlagen. Was, kannst du nicht? Kannst du doch. Weißt, dass es gleich jemand stirbt und irgendjemand weint. Also, ich krieg jetzt erst Schaden. Aber das liegt vielleicht an meiner Rüstung. Ich kann dich gerne mal mit meinem Schwert schlagen. Hey, ich schlag. Hey. Ups. Fox, soll ich? Nein, geh weg, geh aus, böse. Okay. Gut, also, das passiert dann halt, wenn man hier auf der Sky Family zu Besuch ist, ja. Um es kurz auszudrücken. Kurz und knapp. Der Ösi Play hat hier oben noch sein Haus. Wir werden sein Haus nicht zerstören, das bleibt in Ehren und er kann auch daran noch weiterbauen. Sollte er aber, wir nehmen ja jetzt nicht mehr so zusammen auf, in einer Aufnahme mit uns zusammen sein, ist es halt so, dass er dann sterben könnte. Sterben könnte. Muss nicht, ja, wenn er uns sozusagen eine Opfergabe bringt. Beispielsweise schleppt er dann den Tobi mit. Sag, Tobi, geh mal vor. So, dann töten wir den und dann passt das. Ja. Ansonsten, ja. Mal gucken, vielleicht bringt er uns auch ein Schwein vorbei oder so. Ja, so ein paar Friedensgeschenke, ne, dass er am Leben bleibt. Und ja, was wir noch gemacht haben, um hier ein bisschen auch Abwechslung reinzubringen. Wir haben uns Bäume mitgebracht. Mhm. Ja. Und jetzt möchte ich das ganz kurz auch nochmal zeigen, was wir hier haben. Ich baue den mal ab. Zack, 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 zack. Hey Pox, hey. Hey. Ja. Spring nicht also, dauernd durch mich durch. Man kann hier die Bäume komplett abfällen und hat dann automatisch gleich die ganzen anderen Sachen wieder. Nachteil ist aber auch an der ganzen Sache, wenn ich jetzt hier einen Block kaputt mache, zack. Dauert aber lang hier. Ja. Das kommt jetzt alles hier runter, geht alles super schnell, alles toll. Wir haben auch gleich wieder neue Setzlinge und so weiter. Hast du dich schon wieder nachgepflanzt oder ist es von alleine? Das kommt automatisch. So, das ist Vorteil ein Vorteil. Ja, der Nachteil ist allerdings, das möchte ich jetzt ungern zeigen, wenn ich das an meinem Baumhaus machen würde, nur einen Block abbaue, ist mein ganzes Baumhaus weg. Ist alles, was Blätter und Stamm ist, ist futsch, ja. Richtig. Das heißt, du hast dann einmal die Umsäumung deines Hauses komplett abgebaut. Ja, ich müsste also in dem Augenblick nicht mehr mit der Axt zuschlagen, sondern mit den Händen. Ich weiß gar nicht, reicht's, wenn du sneakst? Warte, ich kann es ja mal an dem Baum hier in der Mitte testen. Oh, toll. Axt kaputt. Möchtest du meine haben? Gib mir mal deine Axt. Genau. Profis, sage ich da nur. Profis. Auf jeden Fall. Nein, es macht's trotzdem, okay. Schade, dann können wir da leider nichts dran tun. Genau. Also müssen wir mit leben. Ist halt ein ganz komischer Mod. Dem können wir vielleicht dann irgendwann nochmal rausvoten lassen in einen anderen Mod. Ey, aua. Aber okay, wir haben wieder Setzlinge genügend. Ja, ja das, der Vorteil ist nämlich, dass man die Setzlinge damit einfach klonen kann, selbst von Bäumen, die halt wenig Setzlinge abbringen. Genau. So, also der Sanrillas, der wird sich dann hier auch sein Häuschen bauen. Und ja, mit den PvP-Events, da sind wir noch am Kämpfen, Diskutieren, weil ich brauche dafür OP-Rechte. Diese habe ich aktuell noch nicht. Vielleicht bekomme ich sie mal, dass ich dann hier auch die PvP-Events vorbereiten kann. Ja, weil wir halt hier, manche nennen es die Aura-Regeln, haben, aber wir nennen sie die Sky-Family-Regeln, ja, weil wir es ja genauso ähnlich machen, bloß halt immer abwechselnd. Anders. Speziell. Ja. So, Sanrillas, jetzt kannst du ja aussuchen. Ich glaube, bei Pox sind zwei Betten, oder? Ich hab zwei Betten, ich, ja. Ich hab noch ein eigenes Du hast noch ein eigenes Bett? Du brauchst kein eigenes Bett. Ja, ich werd gezwungen. Aus dem Regen jetzt draußen schlafen ist doof.
So, ich packe jetzt erstmal hier alles in die Kiste, was ich noch aus Bravecraft habe. Das heißt also, wir haben ein paar Vorteile. Nachteil ist allerdings, unsere ganzen Kisten sind bei dem Transport, ja, leer. Gesamte Raumstruktur, mein Freund. Also, ursprünglich stand hier früher mal ein Bett hier in dieser Ecke, ja? Ja. Ich habe jetzt zwar das unten abgebaut, aber ich habe also nur noch eins jetzt sozusagen. Aber das ist kein Problem, du hast bestimmt Wolle dabei. So. Achso, ich muss oder noch... Oder ein zweites Bett. Ja, ja, komm. Ah, ich kann mich nicht umdrehen, schade, Sunny. Komm schon, komm schon. Wie die beiden sich lieben. Ja, ich möchte mich trotz alledem, ja, selbst wenn wir jetzt hier so uns fröhlich unterhalten und alles, ja, ich möchte mich ganz herzlich für die Zusammenarbeit mit dem Ösiplay bedanken. Er hat wirklich viel, viel Spaß mit uns gehabt. Wir haben auch viel, viel Spaß mit ihm zusammen gehabt, ja, selbst wenn er jetzt nicht immer in der Sky-Family ist, aber er bleibt immer noch so gesehen ein guter Kumpel, Freund, wie auch immer, und es wird bestimmt auch noch weitere Projekte geben, wo man dann auch mal wieder viel zusammenarbeiten kann. Das ist aber lieb, danke. Ja. Ich liege im Bett, was ist mit euch? Ach so. Ja, wir sind wieder raus aus dem Bett. Aber lass uns ins Bett gehen, es regnet sowieso. Ich hasse Regen. Genau. Und dann freut euch jetzt wieder auf massig Folgen in der Sky Family mit dem Sanrillas, dem Pox und dem Tro. Und vielleicht kommt ja auch noch die Catbell, der Yamato oder der Jürgen oder der Biochemic zurück. Ja. Oh, das finde ich ganz praktisch, dass wir jetzt schlafen konnten, obwohl die anderen beiden nicht im Bett waren. Ja, weil wir halt auf einer eigenen Map sind. Das ist gut, so. Ja, dann möchte ich mich an dieser Stelle verabschieden und sage dann in dem Augenblick, ich bin euer Tro. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder losgeht bei der Sky Family. Tschö, tschö. Und ciao. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut. Tschüss.